So, jetzt kommen die ersten Chemiewerke. Das heißt, ich weiß nicht an welcher Stelle. Ich muss auch noch mehr Abstand haben. Ungefähr so. Ups. Ja. Okay, das ist richtig rum. Dann können wir da hochbauen. Das ist mir vielleicht zu hoch. Obwohl runter, mal gucken. 3, 4, 5. Achso, da wird es eh nicht genug da. So, dann machen wir. Rohre brauche ich auch noch wieder. Ja, dann machen wir das eben so rum. So, dann die andere Seite. Können wir das einfach spiegeln? Und so weit. So. Warte mal, ich will erstmal wissen, was wo ist. So, Wasser wieder auf die 1. Ja. So wäre das denn richtig. So. Dann müssen wir Acidgas noch irgendwie hier rüber bringen. Auf die Seite. Wasser auch. Beginnen wir mit Wasser, das haben wir nämlich hier schon. Jetzt habe ich. Es fehlt mir alles an Rohr. Da Wasser. Gas hier, das geht nicht ganz. Oder doch, geht doch. Jo, dann. Okay. Jetzt können wir das kopieren. Dann 10. Zwanzig. 30.
Dann machen wir 34, weil 33 brauchen wir ja. Und die brauchen natürlich alle noch Produktivitätsmodule. Und habe ich das jetzt beim Kopieren alles richtig? 3, 4, 5. Ja, nee. So, mal kurz. So. War nicht sauber vor dem Kopiervorgang. Hier auf der Seite scheint es okay zu sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, man sieht es dann später, wenn es in Betrieb ist und nicht funktioniert. So, dann brauchen wir Strom. Vielleicht mit Substations. Da passt es nicht rein. Weiter der. Ja. Mein schön finde ich die Substations hier jetzt auch nicht. Komm ich da jetzt noch durch? Ja. So. Das kann weg. Tja, dann haben wir es eigentlich. Ne? Achso, nee, genau. Jetzt muss ja das Schwefel noch mit oben verbunden werden. Schwefelsäure. Kann man machen. Da ist schon ein Rohr von mir, das heißt hier wäre die nächste Leitung. Ja, so würde ich mal sagen. Oder ich habe jetzt wieder einen Knick in der Linse. Naja, ein weiter, okay. Schön einzelne Rohre hier kopieren. Das machen wir dann ordentlich. So. Und ab hier können wir jetzt parallel laufen. Ja, nicht mehr so ganz. Tja,
Hier irgendwo haben wir unser Rohr. Da. Ja, komm, dann gehe ich von hier aus nach links. Ups. So viel dazu, dass ich so schön gern parallel baue. Warum ist der jetzt gerade rot geworden hier? Achso, deswegen. Das hier ist alles dieselbe Kreuzung. Hilft es da, wenn ich den noch da hinsetze? Es wird auch nichts bringen, ne? Keine Ahnung, wenn da jetzt ein Zug kommt, ob der hier auch rot wird, wir werden es sehen. Ach so, und dann ist die Frage, der wird erst mit dem abgeschlossen. Das ist alles hier so ein Kreuzungsbereich. Ja, das ist das Problem. Müssen wir mit leben. Ja, und auch hier, genau, da ist jetzt wieder ein Zug lang gefahren. Das hier ist alles rot geworden, weil der Zug ja theoretisch auch hier lang fahren könnte. Okay. Genau, ich wollte eigentlich gerade das Rohr weiter verbinden. So, und jetzt kam das. Achso, so weiter sogar. Hätte ich gar nicht so weit machen müssen. Da runter. Ja, okay, gucken wir mal. Fangen wir mal von oben an. Das wäre dann hier. Hallo da. So, ich habe wieder Rohre, das ist ja wunderbar. Gut. Das können wir jetzt aber nicht einfach so lassen. Wir müssen das von hier irgendwie ins System pumpen.
So, hier ist schon mal eine Teilung. Warum? Achso, hier haben wir schon einen ganz alten Bahnhof, okay. Ja. Wird er benutzt? Oh ja. Wunderbar, dann haben wir doch schon mal unsere Sache hier. Das heißt, von unten können wir eigentlich so lassen. Nur von oben dürfen wir hier nicht so viel zufüllen. Ja. Das muss wohl so sein, dass der hier reinfüllt. Das ist hier so ein Überlauf, okay. Aber die hier. Das darf nicht sein. Der ganze Kram hier, der darf nur da reinfüllen, wenn hier nicht so viel drin ist. Okay, ja, ganz hoch. Das jetzt hier vernünftig rein. Ich denke, ich mache das eine Chemiewerk hier mal weg. Kommt hier von oben Schwefelsäure, einmal eine Pumpe. Das scheint auch noch wichtig zu sein, was ja auch okay ist. Du machst hier bitte nur bis 35.000 rein, etwas mehr als die Hälfte. Ich muss auch noch gucken, was die anderen Leitungen, was die anderen Kabel so bewirken. Aber erstmal sagen wir 35.000. Tja, dann muss der eine Strommast leider die Ordnung verlassen. Das geht, glaube ich. So. Hä? Sulfuric Acid, nicht Sulfur. So. Irgendjemand verwendet die Information von Schwefelsäure hier noch.
Die hier. Also die sagen, wenn da mindestens 40.000 drin sind, dann ja. Wenn wir so einen Überschuss haben. Dann würde ich sogar sagen, wir gehen hier bis 45.000. Ich lasse das eine Chemiewerk jetzt hier einfach weg, oder? Huch. Das ist schlecht. Wir haben hier oben zu wenig jetzt. Hier ist trotzdem voll, das. Als ist eigentlich die andere Richtung, das Interessante. Nee, gut, dann nee, das ist ja kein Problem. Das müssen wir hier nur dann da anschließen. So, jetzt kriegen die oben auf jeden Fall immer genug. Was ist denn mit ihm? Ach so, ah, ich verstehe. Das geht so nicht. Sehr viele Anschlüsse, die ich jetzt neu machen muss. Kann ich das oben rum irgendwie verbinden? Oder hier, genau. Wenn ich das jeweils. Wo genau er jetzt was haben will. Da. So. Ich will das eben weg haben, hier die Nobium Pipe.
So, damit ist das jetzt quasi eine Notversorgung geworden, wenn unsere andere Schwefelproduktion nicht ausreicht, dann greift das hier. Aber man sieht auch schon, das ist direkt ziemlich leer geworden, also auf 45.000 runter und jetzt wird er schon ab und zu mal kurz pumpen müssen. Hm? So, genau. Genau, die wollten die Informationen haben, ob hier genug drin ist, ob die dann Brennstäbe herstellen dürfen. So, dann war aber noch ein Abgang nach rechts bei der Schwefelsäure. Ja, okay. Keine Ahnung, ob das noch zum Problem wird. So, hier. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal schön, dass wir nur noch drei Viertel voll sind. Und jetzt können wir das auch mal hier vernünftig machen. Aber jetzt ist hier trotzdem noch ein Rohr, wo ich prüfen muss, wo das hinführt. Wahrscheinlich zu einem Verbraucher von Schwefelsäure. Hier bei unserem Kevlar oder Aramic Fiber oder irgendwie sowas in der Richtung. Würde ich mal schätzen. Dann nach rechts auch noch mal gehen. Also rechts wird zu unserer Batterieproduktion gehen. Genau, hier ist, wer ist jetzt genau? Aramid Fiber. Genau. Und hier geht es zu Forschung und Batterien und so weiter. Das ist okay. Lassen wir so. So, jetzt haben wir noch die Geschichte mit heißer Luft. Wir brauchen unten Hot Air. In der Main haben wir Hot Air. Das ist jetzt die Frage, wollen wir eine neue Produktionsanlage machen für Hot Air? Für die 266 ist nicht wenig. Dafür müssen wir aber auch Steine hin und her schieben. Uns gesagt, diese Anlage wird ja eh immer nur so zu 10% laufen, wenn überhaupt, weil wir gar nicht genügend Chlor erzeugen, aber ja. Obwohl, nee, das wissen wir gar nicht. Selbst wenn wir nicht Chlor erzeugen, kann es trotzdem sein, dass wir Methanol und Refined Zyngas erzeugen. Trotzdem, wir gucken mal in der Main, wo ist da unser Rohr für heiße Luft da? Und es ist rappelvoll. Da geht es runter. Das würde ich also auch noch mal gerne weiterführen. Da ab.
Ja. Dann würde ich sagen, von hier können wir das runterführen. Ja, okay, gehen wir nochmal hin. So, hier biegt es ab. Ja, weil ich, ja klar, hier kann ich nicht runtergehen. Das ist Ozean oder ja, zumindest ein großer See. Wusel. So, hier kann ich immer noch nicht runter. Hier könnte ich vielleicht runter. Gucken wir mal. Borax. Würde eigentlich genau gehen. Ganz knapp da. Dann machen wir das an der Stelle mal auf. Kann ich eigentlich noch Rohre craften oder habe ich keinen Platz hier noch? 1, 2, 3 geht noch. Danach nochmal Eisenrohre. So. Wie tief müssen wir noch? Da, das würde sich doch anbieten, da rechts rüber zu gehen. Und dann vielleicht hier. Brauchen das da. Ja, aber ich will jetzt nicht alles voll mit Landfilter machen. Also bleiben wir hier.
Ja, der hat sich immer noch nicht eingefunden. Ich weiß nicht warum. Da ist wieder Drilling Fluid. Muss ich noch einen höher? Da können wir den Hot Air hinpacken. Da links noch einen Anschluss nicht gemacht. Eigentlich sollte es jetzt unten laufen alles, aber sieht noch nicht so aus. Natural Gas fehlt dir, weil... Oh, die brauchen Advanced Small Parts. Ich bin so dumm. Kann das sein, dass ich ein bisschen dumm bin? Hätte ich mir auch vorher mal angucken können. Ich bin einfach davon ausgegangen, Small Parts. Oh, krass. Jetzt habe ich den ganzen Bahnhof voll mit der Scheiße. Wahnsinn. Wie kriege ich das wieder weg? Ne, warte. Du musst erstmal sowieso hierher kommen. Hilft nichts. Dann Advanced Small Parts. Da. Full Cargo. Oder Zeit vergangen. Und dann kriegen wir hier ein Problem. Jetzt mache ich hier erstmal Filtergreifärmchen, dass die nur Advanced Small Parts hier gleich rauslegen. Die Beschränkung muss ich aufheben, damit der Zug jetzt sich entladen kann. Danach fährt er dann ja dahin. Das heißt, das kann weg. Das kann hoch. Advanced. Small Parts. So. Dann müssen wir eben zu meinem Zug meine Taschen halbwegs leer machen. Ich mache mal hier Logistik aus. Das weg. Das weg. Uran, warum habe ich hier noch Uran in der Tasche? Oh, egal. Ich denke, es reicht jetzt, um das Fließband hier halbwegs leer zu machen.
So. Wie kriege ich denn das Lagerhaus gleich leer? Okay, was wäre das jetzt hier unten noch mal ein bisschen? So, Bänder ist zumindest schon, das Band ist schon mal bereinigt. Jetzt muss ich mal gucken, wo brauchen wir überhaupt Small Parts? Beim Nordbahnhof brauchen wir das, ne? Ich muss das mit der Hand, weil das andere ist jetzt auch Wahnsinn, da eine Konstruktion zu bauen. So, jetzt kann ich die Begrenzung auch wieder einschalten. Ja, und dann fahre ich mal eben zum Nordbahnhof. Ich gucke mal eben, wo wir es am ehesten brauchen. Small Parts. Und Small Parts, aber so ist besser. Achso, den Bahnhof eben umbenennen. Bei der Fabrik, da haben wir jetzt aber nicht so einen hohen Verbrauch. Fischfarm, das ist auch nur Kleinkram. Oil, ja. Eisen. Aber Eisen haben wir viel, ja genau. Das heißt, bei Nord machen wir das selber, ne? Das können wir auch nochmal umbauen. Genau, so machen wir das. Nur. Dass ich jetzt erstmal das in so ein Lagerhaus packen muss. Dann kann ich meine Sachen wiederholen. Und dann können wir den Nordbahnhof so umbauen, dass die Small Parts da nicht mehr vor Ort hergestellt werden. Was ja auch mittlerweile absolut Blödsinn ist, das noch dazu tun. Ja, ist gerade ein bisschen viel los hier. Weil ich das hier seit 1000 Stunden schon umbauen wollte. Obwohl, hier ist jetzt gar nicht die Ursache. Die Ursache ist weiter oben. Das ist wieder Drillheads.
Wie immer. Brauchen wir noch einen vierten Bahnhof für Drillheads. Vierte Haltestelle. Das wär's dann halt du. Abholung. Drillheads 4. Rot. Du hast jetzt zwar noch keine, aber du kannst trotzdem mal. Drillheads. So. Dahin. Den weg haben wir schon mal einen weniger. Und dann nehmen wir noch einen zweiten da auch weg. So. Der muss natürlich noch was bekommen, was ich jetzt nicht machen kann, weil ich nur Blödsinn im Inventar habe. Du bist auch noch frei, ne? Stein Main. Wohl eher nicht. Nord. Anlieferung, Small Parts. Ja. Hat das hier schon mal unterbrechen? Also das geht jetzt natürlich nicht so. Das da rein. Den hier rot machen. Dann ist das da erstmal okay. Wir müssen halt das jetzt irgendwie noch verbinden. Und ich muss noch den Rest holen. So, nochmal zum Gua. Die anderen Small Parts da reinschmeißen, dann meinen Kram holen und dann dafür sorgen, dass diese Small Parts irgendwie verwurstet werden. Dann sind auch die 2 Stunden wieder Aufnahme um. Wahnsinn. Und was haben wir geschafft gekriegt? Ja. Wir sind den Proton-Donners noch nicht viel näher gekommen. Wir haben jetzt also eine Alternativproduktion für Refined Syngas gemacht und für. Ja, eigentlich nur das. Eine Alternativproduktion für Refined Syngas und Abfallprodukte entsorgt und so. Und das Balancing ein bisschen anders gemacht. Nächste Folge geht es dann noch einen Schritt weiter Richtung Proton-Donner. Aber es ist eine wichtige Geschichte, weil mit Proton Donner können wir uns vielleicht manchen Ärger ersparen. Manche Produktion erleichtern. Ach, das ist immer noch nicht genug. Ach, muss ich noch mehrfach laufen. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ne, dann machen wir das erstmal anders. Denn,
Ich packe das erstmal nochmal hier wieder rein. Ja. So. 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 Ich nehme meinen Kram nochmal eben wieder mit. Dann machen wir erst das andere. Das Umbauen mit Small Parts. Super spannend ist natürlich auch nicht, aber etwas spannender als Lieferdrohne zu spielen. Was heißt, wir haben jetzt, glaube ich, 11 Züge, die Drillheads abholen wollen. So ein bisschen Eisen und Kupfer. Nehme ich mir noch mit. Ja, und dann machen wir das. Das mache ich so. Ich muss gleich mal gucken, wo das denn hin kann. Ich will es erstmal aus dem Bahnhofsgewusel hier raus haben. So. Wo wird es gebraucht? Wo wird es produziert? Wird es hier auch produziert? Das wäre natürlich noch die nächste Lachnummer, wenn ich davon einfach nur so ausgehe und mich aber irre. Ach, da werden Small Parts produziert. Alles klar. Puh, Glück gehabt. Nicht die zweite Blamage am heutigen Tage. Ja, wird auch nur gebraucht, wenn wir Forschung brauchen. Beziehungsweise da wird es auch gebraucht. Ne, wird auch noch hier für Roboter gebraucht. Wunderbar. Das heißt, wir können dieses Band da oben nehmen. Also diese freie Bahn. Hier rum. So. Das Ding kann ganz weg. Oh, da wird es auch noch gebraucht für die Motoren, ja. Das heißt, die Motoren können aber dann hier greifen. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich gehe hier am Rand lang. Das heißt, wir machen das so.
Bänder noch bauen. 5 Minuten habe ich noch, bis die Folge zu Ende ist. Okay, doch ein höher. Hier ist noch was im Weg. Lalala. Dahin. Ja. Möglicherweise ist das hier eine gute Bahn. Ja, eine akzeptable. Noch mehr Bänder. So, du jetzt wegpacken, da wo sie gebraucht werden. Achso, genau, das haben wir auch noch nicht gemacht. Der vierte Bahnhof hier. Jetzt muss ich so ein bisschen sortieren. Du jetzt kommen hier an. Die Hälfte geht darüber zu dem Bahnhof, die andere Hälfte, also ein Viertel dahin, ein Viertel dahin. Hier unten kommt jetzt quasi schon die Hälfte an. Und das wäre ganz gut, wenn wir da nochmal abspalten. Ich weiß, es steht noch auf meiner To-Do-Liste, das zu erweitern, die Toilettenproduktion, aber es ist jetzt halt gerade ein bisschen schlecht. Ne? Wir haben so viele Sachen zu tun. So. Da wird nichts gebaut, dann gehe ich einfach mal hier so durch. Das weg. Darüber. Und so passt das. Ist das auch erledigt. Dann muss ich hier nochmal die Bahn bereinigen. Ich lasse es mal, es ist egal. Gut. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Job, die Smart Parts hier zu liefern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wahrscheinlich mit Proton Donner weitergeht. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.